willkommen zu einem weiteren Video hier auf Teenage Songwriter. Heute mal wieder mit Kijana 254 und diesmal nicht im Gaming, sondern im echten Leben. Und ja, Josias, erzählt euch mal heute, was wir machen. Heute wollen wir uns mal die Schleuse anschauen, schauen, wie es funktioniert und auch Fragen stellen. Ja, lass uns loslegen. Ja, also wir würden Sie gerne interviewen, wenn es für Sie okay wäre. Okay, Leute, wir fangen als erstes mit dem Interview an. Wir durften den Schleusenwärter nicht filmen, aus Datenschutzgründen. Und deswegen werdet ihr halt nur Audio hören. Es wird halt nicht so gut klingen, weil wir wollten ihn halt auch filmen, aber wir durften nicht. Ich würde sagen, Josias fängt an mit der ersten Frage. Ja, also die erste Frage ist, wofür brauchen wir die Schleuse? Die Schleuse ist eine Staustufe und auf dem Neckar haben wir 7 Schleusen. Der Neckar ist 200 Kilometer lang. Mhm. Und das Wasser wird gestaut, um die Abladetiefe der Fahrzeuge zu garantieren. Wir haben hier eine Mindestabladetiefe von 2,80 Meter. Mhm. Maximale Abladetiefe. Und wir vom Wasser- und Schifffahrtsamt garantieren den Fahrzeugen in der Fahrrinne diese Abladetiefe, da wird gebaggert, da wird eine Hubarbeit gemacht, damit der Fluss immer diese Garantie gewährleistet. So, jetzt sind wir hier auf der Schleuse Gundelsheim. Wir haben eine Staustufe von 4,20 Meter. Staustufe, Höhe bedeutet Unterwasser zum Oberwasser des Niveaus. Okay. Okay, Leute, die nächste Frage. Wie funktioniert die Schleuse eigentlich? Die Schleuse wird gesteuert über ein Steuerpult. Wir haben 2 Systeme hier. Einmal eine hydraulische Anlage. Mit diesem Zylinder werden wir die Stemmtore auf- und zufahren. Und die Schütze, wo das Wasser durchfließt, geht auch hydraulisch bei dieser rechten Kammer. Dann haben wir hier die linke Kammer. Die hat einen elektromechanischen Antrieb. Der Antrieb, seht ihr hier, der ist anders wieder drüber. Und die Schleuse wird gespeist vom Oberwasser über die Schütze, läuft das Wasser durch, bis das Niveau ausgeglichen ist und dann kann ich erst die Tore aufzufahren, wenn dann Niveauausgleich gewährleistet ist und stimmt. Okay, die nächste Frage. Wann wurde die Schleuse gebaut? 1928 haben wir angefangen, mit der Schleuse zu bauen in Heidelberg. Die Kettenfahrzeuge, wie die sich im Neckar über Ketten, mechanisch ging das, Ketten, die Tonnage, früher waren es so 50 bis 100 Tonnen, heute sind es schon 2000 Tonnen. Da habe ich die ja Fracht, ja, entweder über die Kette oder über Treidel mit Pferde, hat man das früher auch gemacht. Was passiert, wenn da ein Schiff ist, aber niemand ist da, um die Schleusentüren aufzumachen? Die Schiffe melden sich an über Funk. Dann kriegen die von uns die Situation erklärt, Kammer klar oder Wartezeit. Und wenn das Schiff klar ist und die Schleuse bereit ist, dann kriegen die ein Signal, Ampelsignal, grün, wie auf der Straße, rot, halt, grün, einfahren, geht über Signalgebung. Okay. Was passiert, wenn eine Person ins Wasser fällt? Dann wird so schnell wie möglich versucht, die Person zu bergen. Der Grund hierfür ist, im Winter ist das Wasser kalt. Da muss die Person innerhalb von 5 Minuten rausgezogen werden, sonst könnte es gesundheitliche Schäden verursachen. Im Sommer ist das Wasser so um die 16 bis 20 Grad warm, hier im Schleusebereich. Aber trotzdem geht durch Geschwindigkeit und Personenschutz vor das Material oder die Gegenstände. Personen hat immer vor. Ist es möglich, dass eine Schleusentür klemmt? Wenn ja, warum? Wenn du den Neckar anschaust und auch da drüben das Geschwemmsel siehst,
Dieses Geschwemmse können auch bei uns an der Schleuse in den Kammern sein. Das bedeutet, Unrat, Geschwemmse kann eine Störung verursachen. Und dann versuchen wir so schnell wie möglich den Schaden zu beheben, weil wir sind verpflichtet, der Schifffahrt die Fahrtauglichkeit zu halten. Wie lange dauert es circa, bis ein Schiff komplett durch die Schleuse gefahren ist? Je nach Hubhöhe gibt es verschiedene Skalierungen für die Zeit. In der Regel dauert eine Schleuse für das Protokoll so circa 10 Minuten, wenn er drin ist. Mhm. Wenn er einfahrt und ausfahrt, kommt es wieder darauf an, ist er geladen oder ist er leer. Es sind gewisse Verhältnismäßigkeiten einzuplanen, aber letztendlich dauert ein Vorgang 10 Minuten ungefähr. Von Unterwasser zum Oberwasser den Niveauausgleich. Okay. Wie viele Schiffe fahren denn circa pro Tag durch? Pro Tag so circa 20 bis 30 Schiffe. Müssen die Schleusenwärter sonntags arbeiten? Von 8 Uhr bis 16 Uhr. Muss man denn Geld zahlen, um durch die Schleuse zu fahren? Diese Abgaben wurden 2018 gecancelt. Die Großschifffahrt, wie auch die Privatleute, wie auch Bootsführer, wie Kanus, die zahlen keine Abgabe, wurde vor 2 Jahren abgeschafft. Früher hat man bezahlt für Salz, wo in Heilbronn in das Schiff eingebracht wurde, so circa 1500 Tonnen hat man so bezahlt, um die 1200 Euro. Und das gibt es halt nicht. Und da alles komplett an. Die nächste Frage ist, darf man eigentlich ein Kanu in die Schleuse reinfahren? Das ist eine interessante Frage. Nicht so viele Leute wissen das eigentlich. Lass uns mal die Antwort hören. Ja, der Neckar ist nicht nur für die Skifahrt gedacht. Der Neckar ist auch ein Erholungsgebiet. Das bedeutet, auch Freizeit auf dem Neckar ist kein Hindernis. Zu baden, zu paddeln, zu schwimmen. Man ist für sich selber jedoch verantwortlich. Wir haben keine weiteren Fragen, aber was ist Ihnen hier schon mal so Spannendes passiert? Von Personenunfällen bis zu Schifffahrtsunfällen bis zu Störungen der Fahrzeuge, weil sie was in die Schraube bekommen haben. Mhm. Das sind so die gängigsten Störungen. Ja. Okay. So Leute, das war's mit unserem Video. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen und natürlich wie immer die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei unseren nächsten Videos. Ciao.